Reagiert jetzt erstmal auf Tom Supreme Baller League Feier. Hast du eine Uhr? Oh mein Gott, schön. Was haben wir hier? Ja, Day Date. Ihr wollt für euch den besten Orgasmus und für die Partnerin. Zeig dich! Und mach dich ruhig. Alles klar. Mach ich richtig? Das Gefühl in meinem A. Ich hänge! Guck sie an! Guck sie an! Hello there. Jetzt gibt's erstmal wieder eine Ladung ADHS. Ey, ist das normal, dass ich hier Schmerzen hab? Alter, ich bin geil. Geil. Was geht ab, Freunde und herzlich willkommen, wir sind bei der Baller League. Wir haben so viele geile Fußballspieler, die hier sind. Ehemalige, die top waren, die mittel waren. Und die Top waren, wir haben nur Top-Spieler hier. Außenriss ist da, alles sind da. Wir werden herausfinden, ob die Fußball... Er nennt einfach Hummels Außenriss. Er nennt einfach Hummels Außenriss. Dicker, hä? Die Gehälter und die... Ich weiß es nicht, Freunde, wir gehen rein, fuck ein bisschen, machen Ball League, let's go. Tabakko, ich will auch mal gebucht werden für sowas, Digga. Wie kommt man da rein? Ich habe auch keine Ahnung, warum die mich genommen haben. Tabakko, haben wir was anderes gesneeft? Tabak? Nee, nichts anderes. Nur Tabak. Hast du schon mal gekifft? Ja, hab ich mal probiert, aber ich bin kein Kiffer, wirklich. Pass mich bitte nicht an. Maschallah, Uhr. Dangerous. Bruder, ich hab das Real Talk Chat. Ich weiß, also Tabak, bester Mann. Ich meine jetzt auch gar nicht Tabak oder so. Ich küsse dein Herz. Ey, Bruder, auf diesen Events und so, Bruder, du siehst so viele Rolex und ich denk mir, Junge, ich hab noch nie gecheckt, warum man so Rolex und so. Also, ich persönlich sehe mich nicht mit einer Rolex, Chat. Ich persönlich sehe mich nicht mit einer Rolex irgendwie. Ich weiß nicht warum. Guck mal, ne? Wie viel war dein bester Monat? 50.000 Euro. Echt jetzt? Ja. Ja. Leute, wir sind in ganz elitären Kreisen. Wir haben Anzi. Chat, wisst ihr, warum ich Rolex nicht fühle? Hol dir doch eine AP, Bruder. Ist doch viel cooler. Ich finde diese Uhr so clean, ihr wisst gar nicht, ne? Ich bin gar kein Fan von so Gold und so, aber die hier würd ich absolut rocken. Also die finde ich so clean, Bruder, oh mein Gott. Aber kostet halt auch dementsprechend 75.000. Ich rock weiter meine Icewatch, Chat. Den Hansi! Hey, 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 Hansi Sapai, was machen wir hier? Ich weiß auch nicht. Bollerliga. Bollerliga. Hast du Balls? Ball, aber Fußball, Balls. Jungs. Was war dein höchster Verdienst, als du Profi warst? Im Monat? 100.000. Im Monat? 100.000. Im Monat? 100.000. Was ist das Teuerste, was du dir gekauft hast? Zwei Jahre. Hans Sapai, das L steht für Gefahr. Digga, ihr müsst euch vorstellen, hier sind die ganzen Millionäre, Milliardäre und Fußballer, Digga. Hier ist zum Beispiel wieder ein Löwe. Dürft ihr was fragen? Ja, na klar. Sie sind doch... Wer ist das, Chat? Ein richtiger Löwe, ne? Ein richtiger Löwe, ne? Können Sie auch rar machen wie ein Löwe? Wow. Vielleicht kennst du mich als ehemaligen Wendler-Manager oder... Oder da. Jürgen Klopp-Dubel? Ja. Was mit dem passiert, mit dem Mann? Aber sag mal, was ging da eigentlich ab? Hat der irgendwann Switch gehabt? War der früher normal? Das war schon sehr unnormal, was da passiert ist. Hast du da auch mal in die Bilder reingeluschert von der Freundin? Ich habe keinen Zugang, leider. Ehrlich? Nein, ehrlich nicht. Hast es doch angestiftet, kann es sein? Nein, da war ich schon raus. Hast du den DSDS-Deal ausgehandelt? Ja. Zweimal war der da. Egal. Hier ist Testo drin in der Halle. Männer über Männer. Geile Waden. Geile Beine. Mach mal hier. Pause. Schneller da. Ein bisschen Tempo rein. Christoph, darf ich was fragen? Ja. Würdest du deine Karte selber in FIFA spielen? Ey, das ist Christoph Kramer, ne? Ich hab doch keine silberne. Wie würdest du deine Karte selber spielen? Ach so, ich dachte bei FIFA silberne Karte. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ob ich mich selber... Hast du Gold? Ja, natürlich habe ich Gold. Was Wie viel Pace? Was ist das für eine Frage? Langsam. Was haben wir für einen Vertrag? Ist das nicht der Chat, der so ohnmächtig geworden ist im Finale oder so? Was bleibt kleben hinten am Ende des Jahres? Und ich kann mich nicht beschweren. Aber wegen Geld mag ich es nicht mehr. Alter, aus dem Alter bin ich raus. Wie viel hast du verdient im Leben? Es gibt ja immer einen schönen Satz, den möchte ich auch hier beherzigen, dass man über Geld nicht spricht, auch wenn das voll uncool ist. Aber also ich bin richtig Deutscher, was sowas angeht. Was teuerste, was du geholt hast? Das teuerste, was ich mir geholt habe? Schwer zu sagen, ich hatte mal eine Sünde mit einer Philipp Lein Jeans, die wäre sehr teuer. Ja komm, das ist ein Taui oder was? Wenn Basti Schwein... Ja, sorry, Taui ist nichts, war für eine Hose. Wenn ich sich nicht verletzt hätte, der Mann, würde es dich dann geben? Schweini, so, gerade gibt. Schweini hat sich nicht verletzt, das war Kedira. Stimmt. Aber, nee, auf gar keinen Fall. Also wir müssen ja, also als Fußballspieler ja, aber medial halt nicht. Da müssen wir nicht drüber reden. Hast du nicht das gegen die Birne bekommen? Ja. Was?
Hast du noch Langzeitfolge? Hast du noch, ne? Natürlich. Bizeps. Langzeitfolge ist crazy. Aus Beton, ja? Bizeps. Das war doch dein Kontra K. Lied, oder? Bizeps aus Beton war es nicht, aber. Ja, warte, war irgendwas mit Blut. Broski wird mich jetzt auf jeder Ebene motivieren, Chat. Warte da. Blutschweiß und Tränen, ja. Erfolg ist kein Glück. Das ist krass. Aber es war wie Bizeps aus Beton. Bei dem Rest der Lieder verstehe ich nichts. Verstehst du nicht? Nee. Wieso? Was? Welche Sprache sprichst du? Ring India. Kann man uns dabei messen? Ey, Chat, ich habe noch nie ein Kontra-K-Lied gehört. Ich will es jetzt hören. Ich möchte jetzt ein Kontra-K-Lied hören, Chat. Und zurück. Hey. Ist sie irgendwie abgeguckt oder was? Ich bin ehrlich, wir durften keins selber designen. Wir haben eine Auswahl bekommen. Jetzt tut doch nicht so! Was war das Teuerste, was du dir geholt hast? Jemals Sünde. Das Teuerste, was ich mir geholt habe? 3 Kinder. So, Lieblingsspieler aus deinem Team? Ja, schwierig nach einer 1-6 Niederlage, ne? Aber auf jeden Fall. Mal ein paar Namen durchgehen. Ich kann mir die Namen nicht merken, bin ich ehrlich. Das kommt aber mit der Zeit. Als wenn du dir von deinem Team. Na klar! Ja, ja. Na, Timo! Ey, Chat, den kennt man doch, das ist doch Monte! Leon! Unser Keeper hat einen guten Job gemacht, auf jeden Fall. Auch wenn er 6 Buden, aber der hat mir gefallen, ja. 6-1 ist ja fast wie beim Illegaler Cup. Wer war da am Tor gewesen? Erst ich. Von mich bis jetzt. So. Bei mir, Tom. Lange nicht gesehen. Und? Ich habe mal eine Frage. Was war denn das Widerlichste, was hier beim Geschlechtsverkehr passiert ist? Boah, ist das krass. Wenn du die Dame mit den Händen und dann hat sich das hinter geöffnet, dann kam eine braune Köstlichkeit raus. Und dann hat Man muss doch nicht alles erzählen, ja. Man muss doch nicht alles erzählen, ja. Dann war das da. Aber du warst nicht aktiv in der Einbahnstraße am Parken? Nee, es ist einfach gekommen. Also, hat sie Dünni gehabt? Nee, das war ein Klecks. Das war ein Klecks, aber so richtig dünn war es nicht. Aber war schon, hast du das nochmal passiert? Hello. Nicht in der Form, aber ich habe schon öfter Schokoladlasu gehabt, ja. Ja, genau, ja. Bruder, was ist denn mit, also Bruder, also was geht denn ab, Bro? Also muss man, also atme doch mal ein bisschen, ja, also ein bisschen, behaltet doch mal Sachen für euch, Bruder. Das ist doch irgendwann einer zu viel, Chat, oder bin ich dumm? Lass mich essen, ich hab auch Hunger, ich will auch gerade eigentlich was essen, jetzt mein Appetit dicke weg. Ist das auch dein Lieblingsding so? Ja. Also am Ende des Tages, sag ich dir ehrlich, mache ich alles gerne, was mir und der Frau einen guten Orgasmus verschafft. Wirklich für alles zu haben, außer die braune Note. Da bin ich kein Freund von. Also aber alles, was da drunter ist, ist cool. Ja, Bruder, ich schäme mich, das zu gucken, Lan. Ich schäme mich, das gerade zu gucken, Modok. Dusche. Ey, wenn sie ein Feuer löschen will und sie will meine Feuerwehrfrau sein, ist vollkommen fein für mich. Ah. Ja? Nee, nein, wirklich, an alle jungen Zuschauer da draußen. Egal, ob euch das peinlich ist oder nicht, lebt eure Sexualität so aus, wie ihr Bock drauf habt. Egal, ob andere Leute was reden. Ihr wollt für euch den besten Orgasmus und für die Partnerin. Und da gibt's keine Grenzen, außer es tut dem anderen weh oder ihr macht euch strafbar. Chat. Zitat Ende, Chat. Fertig. Fertig, wirklich fertig. Tribe makes it so witzig. Guck mal sein Schädel an. Ich weiß nicht warum, ich muss lachen, Bruder. Are You The One, hast du irgendwie Faxen gemacht? Ne? Nee, Are You The One war ich nicht. Ich war Bachelorette, Ex on the Beach. Du riechst ganz schön nach Frikadelle gerade. Das auch. Aber lecker. Und hast du eine weggescheppert? Nicht nur eine. Im Fernsehen? Ein Gentleman schweigt und genießt. Gentleman. Aber ich bin keiner. Also ja. Nein, der Schmerz. Ne, sag mal. Ja, hab ich. Du bist da reinkommen nur mit Aussehen? Ja, geh hier nicht nur mit Aussehen. Ja. Und mit Charme. Wie viel Charme hast du? 100% Charme. Alles behaart. Alles behaart. Ja, Baby. Einfach Levante, Bruder. Was ist da los? Bruder, durch ein Meme einfach. Ude Levante hat sie einfach gerepostet. Macht die jetzt Probetraining da. Ohne Scheiß, morgen geht der Flug nach Valencia. Warte mal, was für eine Uhr an? Ja, auch, Bruder. Fitgun, Millionen. Ich kann diese Fitgun nicht mehr sehen. Hör auf. Die habe ich immer noch zu Hause. Super Quality. Hast du einmal benutzt? Was? Weil die unten hast du benutzt. Ja, ja, ja. Die Brotatos. Auf der Suche nach Tomatos. Ja. Das geht da. Der arme Bruder, er greift, er packt ihn ja richtig. Ich schwöre, er hat mich so gepackt. Ich hab gesagt, verpiss dich mal ganz schnell. Habt ihr den Namen vom Tomatolix geklaut? Wegen Bruder, guck mal. Das geht da. Der Bruder hätte mich jemand so gepackt. Bruder. Was? Weil die unten hast du benutzt. Ja, ja, ja. Die Brotatos. Guck mal, Chat. Auf der Suche. Boah, hätte mich jemand, Bruder. Oh mein Gott. Ich hätte auf dem Rasenplatz Schattenboxen ausgeübt. Nach Tomatos. Ja, das geht da. Essen müsst ihr.
Habt ihr den Namen vom Tomatolix geklaut? Wegen Tomato? Ja, genau. Guter Mann. Ja. Schöne Grüße an den. Ja. Verdien mal. Dann muss man mal den Buchhalter fragen. Ah, hast du Fisch gegessen, Till? Nee, aber ich habe gerade Käsekuchen gegessen. Vielleicht ist der das ein bisschen gewesen. Kennen Sie die 5 gegen Willi Symphonie? Nee, die kenne ich leider nicht. Kannst du mir die vorsingen? Ich könnte. Eib, sowas zu fragen. Spielen? Ja, super. Dafür ist der Rahmen nicht da. Dann müssen wir uns irgendwann nochmal daten, damit wir den Rahmen schaffen. Vom Champions League-Sieger zum Border League. Ab nach oben in die. Es gibt keinen Unterschied. Mach den Arm runter. Ab in den Himmel. Hast du mit Frank und allen gespielt? Mit denen habe ich alle gespielt, ja. Warst du dabei, als Frank Robben eine Schelle gegeben hat? Ja, war ich dabei. Und aber was sagst du, war die männlich oder was war das? Gehört zum Fußball dazu. Ich habe schon mehrere Leute gehört, die gesagt haben, wir haben eine gewisse Ähnlichkeit. Einmal Seitenprofil. Ey, Chat, wer ist das? Felix Lobrecht. Bruder, ich kenne einfach zu wenige Menschen wieder, ich Idiot. Der ist Comedian oder so. Bruder, ich kenne mich einfach nicht aus mit also Stand-up-Comedian. Ich merke einfach, ich bin null irgendwie so ein Ding drin. Von der Seite gucken. Bis auf die Größe könnte man sagen gleich. Wenn Leute über deinen Witz nicht lachen, was ist das für ein Gefühl? Ein unangenehmes. Deswegen muss man die so oft erzählen, bis sie funktionieren, ja. Hast du schon mal so einen Banger gebracht? Auch wieder dicke Uhr, Bruder, krass. Wo keiner gelacht hat? Klar, Alter, das ist Teil des Jobs, ja. 9 von 10 Jokes sind scheiße. Du brauchst, wenn du richtig Show machst, dann brauchst du einfach deine safen Dinger, aber du brauchst auch mal Raum für spontane Sachen. So. Das ist auch immer, das sind immer die Höhepunkte in der Show. Aber wenn die Leute irgendwie 50 Euro bezahlen, dann musst du dir auch vorher was überlegt haben. Ich bin seriös heute. Was haben wir hier? Day-Date. Oh, Maschallah. Du hast schon mal einen 60er bis 80er, würde ich sagen. Nein. Gerade ein 60er so. Beide, ja. So, spiel mal. Besiktas oder wo? Nein. Spiel bei Gladbach. Wie viel Pace hast du gerade bei FIFA? Zu wenig. Du dich schon mal selbst gespielt? Ja, aber ich stelle mich nicht auf. Ja, ich stelle mich echt nicht auf. Ein Profi nach dem anderen. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, wir waren im Jugendbereich, haben wir so oft gegeneinander gespielt. Boah, bestimmt 10, 15 Mal, glaube ich. Ich war der dich umgekretscht hat. Einer verdient jetzt Millionen, der andere auch. Was würdest du sagen, warum hast du es geschafft und ich nicht? Disziplin, Kopf. Elvedi. Hallo. Ach, grüezi. Ja, meh. Grüezi wohl. Simon Walde. Verdienst du schon Geld? Ja. Wie viel? Jetzt gerade 19 geworden. Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, mit 19 wahrscheinlich schon mehr als unsere Eltern alle zusammen, Digga. Was war das Teuerste, was du dir geholt hast? Ich glaube, meine Uhr. Hier. Wie viel? Skydweller. 30er, glaube ich. Bicolor. Wie lange bist du schon Profi? Ich bin schon 8 Jahre hier in Gladbach. 8 Jahre, müsst ihr euch mal vorstellen, dann immer 7-stellig im Jahr. 7-stellig über 7 Jahre. Saudo. Auch noch Jonas Hofmann, geiler Spielertyp. Ich muss dir wirklich sagen, du bist so ein richtiger Beißer. Du bist jemand, der... Ach Bruder, da merk ich schon wieder, ich guck zu wenig Fußball an. Unterschied, Marker, ich schwör's dir. Wie lange bist du schon Profi? Wo spielt der? Wie viele Jahre? 13. Und da haben wir schon ein paar Millionen gemacht, ne? Die eine oder andere. Haben wir die gut investiert? Was war das? Leverkusen? Crazy. Krass, was du dir geholt hast. Immobilie. Wo? In Düsseldorf. An der Kühe direkt, ne? Nee. Luxusmäßiges Rolex, die ist dann... Ich glaube, eine Uhr, das ist für die Frauen Handtasche, sind für Männer, glaube ich, Uhren. Und was hast du denn? Wie viel hast du? Die eine oder andere. Ah. Welcher war der beste Spieler, gegen den du gespielt hast? Viele. Du selbst. Weil du hast Potenzial, bist ganz darum. Ey, guck mal, Chat, wisst ihr, was ich nicht checke? Großfamilien, die packen sich immer Rapper und ziehen von denen Schutzgeld. Warum packen die sich nicht Fußballer oder Streamer oder so? Die verdienen doch auch dick Geld. Marktlücke. Bro bekommt bald einen Anruf. Du wirst der erste Streamer, der gepackt wird. DFB, bist du nominiert? Ich hoffe es. Ja, die letzten 3 Jahre. Ja. Und mal einen reinknüppeln. Vorne fehlst du bei Deutschland. Maxi Kruse, bester Linksfuß. Du hast einen richtigen Schlappen. Also, danke erstmal. Aber ich muss dich leider korrigieren. Wer hat den besseren? Nee, Maxi Kruse gibt's nicht. Also jetzt, ne? Das gib darf, mir eine, gib das mir Das darf eine. Dir eigentlich nicht passieren. Gib mir eine hier. Nee. Oh, komm. Ich schlag keine Frauen. Der Maxi! Lustig, der Maxi. Spaß, ja. Wo hast du am meisten verdient? Ich glaub, welcher Club? Das ist offensichtlich in der Türkei, bei Fenerbahce. Ja. Fenerbahce. Fenerland. Hast du das Derby gespielt? Es war schon sehr geil. Eine neue Erfahrung, so mit Sachen beworfen zu werden im Bus und so, das kennst du aus Deutschland ja nicht so. Und vor allem, wenn die Fans alle schreien, Maxi, Maxi. Bist du Millionär? Ja. Seit wann bist du Millionär, ist interessant. Danke, Marco. Nee, wie alt warst du denn? 20. Maschallah. Ein Traumwitwer. Ich kann's kaum glauben. So eine schöne Frau. Verdienst du mehr mit Social Media mittlerweile oder mit deinem Profivertrag?
No one knows. Mehr mit... Ja, mit deinem Profivertrag natürlich. Social Media, oder? Weiß nicht. Ich kann's glauben, weil du hast 12 Millionen Follower. Wie ist das? Was? Die hat 16 Millionen Follower, Ananistikim. Frauen verdienen 10.000, Mann. Nee, verdienst mehr, Michi, ja? Verdienst mehr. Verdienen mit Insta mehr. Ich glaube, die verdienen wirklich mit Insta mehr, ne? Das ist so 16. Ja, moin. Hey, warte mal, wer hat denn noch 16? Beyoncé und so, ne? Du bist ja nicht wie Beyoncé, kann es sein? Nein. Also ich gucke ja gar keinen Frauenfußball. Für, also ist sie so bekannt in der Frauenfußballwelt oder bin ich blöde? Leben, leben. Hast du einen Freund? Ja. Echt jetzt? Sie ist weg vom Markt. Aus, mach das Ding aus. Bist du Millionärin? Sie ist die bekannteste oder nicht wegen FIFA? Ihr Arsch ist riesig. Was geht denn bei euch ab, Bro? Ja, Chad, wegen einem fetten Arsch kriegst du 16 Millionen auf Insta. Habt ihr irgendwie gesoffen oder was? Hast du eine Uhr? Oh mein Gott, schön. Schöne. Loki Recatia Santos heißt auch. Das Ding, das teuerste, was du dir gekauft hast. Ein Auto, G-Wagon. Das ist das Fußballauto. Und ich bin so klein und dann sehe ich so cute aus drin, weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. Seit wann so im Ohrengame? Das ist eine Standarduhr, die kennt man. Alles klar, Mann. So, Mati, ja, frisch. Sorry. Ja, nee, Chat, sorry, dass ihr nicht Katja Santos kennt. Komm. Was kostet eine Katja Santos Iced Out? 6.000? Kommt drauf an, welche, ne? Ja, so 7,5. 12.000, nee, das ist, nee. Wenn wir richtig von Iced Out reden, so 10.000 oder so. Jemand schreibt 72.000. Hallo? Was sagen Sie zum Sieg? Noch nie war das einfacher als heute! Und jetzt glaube ich! Ich liebe Freunde, würde ich sagen, das war's. Mein Bruder war immer voll der Hand of Blood-Fan. Die Video, ich hoffe, euch hat gefallen. War das direkt, da bist du weg. Yeah, W-Video, 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 Digga. W-Video, let's go, let's go, let's go.